BVB will Ramos halten. Auf der Pressekonferenz vor dem Rückspiel der UEFA Europa League gegen Odds BK erklärt Dortmund-Trainer Thomas Tuchel, dass er Ramos nicht abgeben will. Hertha BSC will nach Informationen der Bild Adrian Ramos vom BVB ausleihen. Ramos spielte von 2009 bis 2014 in Berlin, bevor er zum BVB wechselte. Auch PSG will De Bruyne. In den Poker um Kevin De Bruyne ist nach Informationen der Bild auch Paris Saint-Germain eingestiegen. Dem belgischen Nationalspieler wird seit längerem ein Wechsel zu Manchester City nachgesagt. Nun bietet Paris anscheinend 80 Millionen für De Bruyne. Bei einem Wechsel zu den Franzosen würde der Mittelfeldstar bei einem Vertrag bis 2020 wohl 100 Millionen Euro verdienen. Çalhanoğlu lüftet Freistoßgeheimnis. Vor dem Rückspiel gegen Lazio Rom hat Hakan Çalhanoğlu exklusiv mit Sport 1 über das Geheimnis seiner gefährlichen Freistöße gesprochen. Nach jedem Training schieße er 20 Freistöße von links und 20 von rechts, solange die Torhüter noch fit genug seien, verrät der Deutsch-Türke. Am Samstag ist Bayer Leverkusen zu Gast bei Bayern München. Auf sport1.de gibt es dieses Interview komplett. Schweinsteiger braucht noch Zeit. Das harte Zwischenfazit der englischen Presse sei ihm gegenüber nicht fair, erklärte Mesut Özil bei Sport 1. Er brauche noch etwas Zeit, sich auf die Premier League einzustellen. Özil selbst war 2013 in die Premier League zu Arsenal London gewechselt. Das gesamte Interview gibt es auf sport1.de nachzulesen. Wir haben den Start verschlafen, muss man sagen. Ich glaube, da ist die wichtigste Lehre drin, dass wir von Anfang an hellwach sind. Das gilt eigentlich für jedes Spiel, aber jetzt besonders auch für morgen. Und ansonsten müssen wir, wie sie spielen, viele lange Bälle, viele Verlängerungen auf die einlaufenden Außenstürmer. Ja, und auch so sind sie zweikampfstark. Also es wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe morgen. Ich weiß nicht ganz genau die Spielzeit, wie lang die noch war. Nach dem 0-3, aber schon noch, glaube ich, 60, 65 Minuten, dass wir da in der Lage sind, noch 4 Tore zu schießen. Ich glaube, mit unserer Qualität, die wir gerade in der vorderen Reihe haben, sind wir immer dazu in der Lage und das gibt uns doch mal ein bisschen Selbstvertrauen. Wir wollen unser Spiel aufdrücken, wir wollen so spielen, wie wir es eigentlich immer gemacht haben, bis auf die erste Hälfte dort. Dann kommen die Zuschauer von ganz allein, dann kommt das Stadion von ganz allein, dann stehen die voll hinter uns. Und das liegt aber in erster Linie natürlich an uns, wie wir auftreten, wie wir von Anfang an da sind. Und so schnell wie möglich zeigen, dass sie hier nichts holen werden.